So, dann gehen wir nochmal kurz zu den Botschaften. Zu Bailey und Odina. Vielleicht können wir Bailey jetzt schon überzeugen. Ich werde mal sehen, wie gut man das machen kann oder böse man sein muss, um es zu schaffen. Ich hoffe ja, dass wir das alles möglichst nett schaffen können. Shepard, das verschafft mir die Ehre. Reden wir über die Freilassung von Jonas Sedaris. Und? Sie auch? Jemand hat den Rat dazu gebracht, sie freizulassen. Ich verzögere das gerade. Was haben Sie damit zu tun? Das ist geheim. Naja. Sagen Sie doch gleich, dass es mich nichts angeht. Ich lasse diese Psychopathin jedenfalls nicht frei. Sie ist instabil und ganz klar eine Bedrohung. Wie instabil ist sie? Warum halten Sie sie für verrückt? Sie war eine üble Sadistin, bis sie ergriffen wurde. Die Haft hat sie völlig wahnsinnig gemacht. Oh Gott. Vielleicht hilft ihr die Freiheit. Sie wütet rund um die Uhr, Shepard, und verlangt den Tod aller Feinde von Eclipse. Nein, in Freiheit würde sie töten. Sonst nichts. Ich will sie wenigstens sehen. Ich will zu ihr und das selbst beurteilen. Klar, Sie geben mir bestimmt recht. Vielleicht hört dann der Rat auf Sie und setzt den Befehl aus. Mein Assistent im C-Sicherheit-Bezirksaußenposten stellt den Kontakt zu Sedaris her. Danach melden Sie sich wieder. Jetzt mal ganz ehrlich, als würde der Rat jemals auf mich hören. Wir können vielleicht ihn allerdings noch andere Sachen fragen. Sagen Sie Bescheid, okay, wenn Sie mit Sedaris reden konnten. Erstmal müssen wir zu Sedaris. Kenne ich den Namen nicht irgendwoher? Tür auf. Wir könnten danach auch übrigens nochmal ganz kurz ins Spectre-Informationszentrum da oder was auch immer das genau war. Odina, haben Sie noch was Neues zu sagen? Shepard! Nö. Ich muss gehen. Ich werde hier sein. Gut, mit ihm können wir also nur reden, wenn irgendwas Wichtiges passiert. Was dazu passt, wo ist Sedaris gewesen? Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Da ist er. Wir müssen sowieso zum Präsidiumsunterhaus. Denn da war ich ja noch gar nicht. Überall ist Sound. Ich könnte eigentlich auch nichts sagen, trotzdem ist hier total die Sprachkulisse. Willkommen, Commander Shepard. Einen Moment. So, ab zur letzten Ebene. Und dann können wir auch langsam mal MILP-Mission weitermachen. Aber als allererstes müssen wir zu Avina. Hallo, Commander Shepard. Willkommen im Präsidium Unterhaus. Sie befinden sich auf der Hauptpromenade der Einkaufsgalerie. Die Geschäfte hier bieten besondere Waren und Dienstleistungen an. Näheres über unsere aktuelle Sonderpromotion erfahren Sie bei mir oder in der Citadel Tourismus- und Besucherabteilung. Warum sind hier Flora und Fauna der Menschen? Der Ort wirkt vertraut. Geräusche, Gerüche. Es ist, als wäre man auf der Erde. Die aktuelle Dekoration wurde von Botschafter Usoba genehmigt, der auf der Citadel die Menschen von der Erde vertritt. Jede Spezies mit Botschaftsrecht auf der Citadel kann sich um einen Zeitraum im Dekorationskalender zur Umgestaltung der Promenaden und Parks bewerben. Kostet ja nicht viel, nicht wahr? Einzige Bedingung dabei ist, dass die Verschönerungen für andere Spezies auf der Citadel nicht giftig sind. Okay, was sind die örtlichen Besonderheiten? Was gibt es hier sonst noch? Das Präsidium Unterhaus ist seit der Gründung des Rats auf der Citadel ein kulturelles Zentrum. Mit den neuen Biometriesystemen können wir besser auf die Bedürfnisse ihrer Spezies eingehen. Sie meinen doch Überwachung, oder? Biometriesysteme? Klingt eher nach Sicherheitsmaßnahme. Diese einfachen und vertraulichen Systeme dienen der Sicherheit aller Besucher des Präsidiums. Wir respektieren ihre Privatsphäre. In der Citadel Tourismus- und Besucherabteilung können Sie diesen Service abwählen. Wie komme ich denn da überhaupt hin? Sonderpromotion. Was ist das für eine Promotion? Okay, Promotion. Die Produzentin Jean-Marie Erinaceus spendet einen Teil der Einnahmen ihres neuen Blasto-Films Blasto. Im Verteidigungsfonds der Citadel. Audioausschnitte aus Blasto 6, Komplizen, stehen jetzt zu ihrem Hörvergnügen bereit, direkt hier im Präsidium. Und wo ist das? Wo kann ich mir das anhören? Begeben Sie sich dazu einfach in den Filmgang und suchen Sie die Werbetafel von Blasto 6, Komplizen. Okay, auf Wiedersehen. Das ist alles. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte wieder an mich.
Natürlich. Ich werde mit dem Schluss machen. Oh. Es lief schon nicht gut, bevor er in den Einsatz geschickt wurde. Und wenn ich vorgebe, mich über die Videos zu freuen. Das ist weder ihm noch dir selbst gegenüber fair. Gerade mitten in diesem Kriegswahnsinn verdienst du es, glücklich zu sein. Und das bin ich nicht. Ich muss ehrlich zu ihm sein. Dann musst du es ihm sagen. Das ist eine schöne Kameraposition, oder? Übrigens, ich glaube, die beiden werden dann zusammenkommen. Wow, und nein, das ist nicht viel an Werbung. Rosenkopf. Was auch immer die... Ach so, die stellen Rüstung her. Hm. Oh, Moment. Salarianischer Geschäftsmann. Wen interessiert denn das Geld? Oh, die können wir warnen. Die Neuigkeiten von Pelavin gehört? Dafür ist ihre Armee zuständig. Niemand wird bis zur Citadel vordringen. Wir müssen mit der Herstellung von Militärtechnologie beginnen. Schade. Oh, so geht's auch. Der Markt für Militärgerät wirft kaum Profit ab. Wen würden Sie denn als Käufer vorschlagen? Den Rat, das Reich, vielleicht die Allianz. Selbst wenn wir jetzt nicht viel damit verdienen, wird man sich nach dem Krieg an uns erinnern. Er hat recht. Wenn wir von Finanz-VIs auf Militärgerät umschwenken, verlieren wir Millionen. Na und? Wen interessiert denn das Geld? Haben Sie nicht die Neuigkeiten von... Genau. Warnen wir Sie mal. Ich habe Pelavin brennen sehen. Und dieses Feuer wird nicht so schnell verlöschen. Wenn Sie helfen können... Es hat verbessert. Wenn Sie Ihre Aktien verkaufen und sich absetzen wollen, bitte. Aber ich verkaufe keine Finanz-VIs, während meine Heimatwelt in Flammen steht. Okay, lassen Sie mich nachdenken. Wir könnten die VIs zu modernen Zielerfassungslösungen umfunktionieren. Genau, den Großteil der Hardware könnten wir weiterverwenden. Die Finanz-VI hat mehr Rechenleistung, als wir dafür brauchen. Ja, das müsste klappen. Wir rüsten die VI so um, dass sie für alle gängigen Waffen funktioniert. Waffennachrüstung ohne Neuerwerb eines Zielcomputers. Flexibilität und kurze Reaktionszeiten. Schön, dass es hier auch. Vermögen. Ein kleines Vermögen. Wir verkaufen sie zum Selbstkostenpreis plus 3%. Na gut. Immerhin. Da oben müssen wir hin. Da gibt's nichts. Narl ist hier. Hm. Gut, und Steris ist wo? 5. Da. Drin. Okay. Schnell! Hände auf den Rücken! Sie werden gleich hier sein! Wovon zum Teufel reden Sie denn da? Von Creed, dem Bloodpack-Anführer. Wenn Arya ihn Shepard bringt, stehen seine Leute unter ihrem Befehl. Moment, was? Wir locken ihn nur raus, damit wir ihn ausschalten können. Ach so, okay. Kein guter Anfang für eine Freundschaft. Er kommt! Nehmen Sie die Hände auf den Rücken und tun Sie so, als hätte ich Sie verprügelt oder so. Ich werde Ihnen mal trauen, aber wehe, Sie hintergehen mich. Sie sollten mich nicht hintergehen. Ruhe! Aber T'Lok ist mächtiger, als Creed dachte. Er ist ihre Anweisungen unbemerkt auf die Citadel zu kommen. Und jetzt das! Commander Shepard! Nur damit Sie es wissen! Ihr Kopf wird die Kühlerfigur meines Privatshuttles! Halten Sie Abstand, Creed, und... Oh, danke schön. Erfüllen Sie Arias Bedingungen? Eine Waffe. Absolut! Arya kann Bloodpack nach Belieben einsetzen! Mit Ihnen habe ich nicht geredet. Brill? Was? Sie haben mein Wort! Feuer frei! Oh, das ist natürlich okay. Nicht ihn. Grill soll die Führung übernehmen. Er ist Arias Dealpartner. Ja. Ich bin Arias Maulwurf, Shepard. Das alte Spiel. Eine Hand wäscht die andere. Kleiner Rat. Hintergehen Sie Arya nicht. Genau. Ich bin ehrgeizig, aber nicht verrückt. Aha. Warum glaube ich, dass das nicht gut funktioniert? Danke für die Waffe. Jederzeit. Grill und ich sagen Arya, dass wir grünes Licht haben. Okay. Mensch, mit einem da ist übrigens Blasto. Klick. Verdammt, Blasto! Ich hab dann lieber so. Kurs. Das heißt, Finger weg von den Vorcha.
genießen diplomatische Immunität. Dann wird diese Person gar nicht erst versuchen, diplomatisch zu sein. Außerdem kriegen sie einen neuen Partner. Betreiben sie Fortpflanzungsprozesse mit dieser Person. Was soll die Frage? Oh Gott. Da sind alle dabei, alle neben Rassen. Die Volos, die Elkor und die Hanar. Was ja so die Hauptratsmitglieder sind, die ja eben nicht viel in der Story zu tun haben. Wollen Sie dahin? Zur Zuflucht, meine ich. Tut mir leid. Was für eine Zuflucht? Sehen sich die Werbung an. Natürlich nicht. Die Zuflucht ist Betrug. Was? Oh, darauf können Sie wetten. Jemand verdient Geld mit der Angst der Leute. Ich wünschte, mir wäre das eingefallen. Typisch Volos. Nein, Volos sind nicht zu verallgemeinern. Ich glaube nicht, dass ich das noch länger machen kann. Ich weiß, was Sie meinen. Ich hatte gedacht, unsere Ausbildung würde uns auf alles vorbereiten. Aber Jedes Mal, wenn diese Asari-Elite-Soldatin mich sieht, fängt sie einfach an zu schreien. Inzwischen höre ich es sogar schon, wenn ich versuche zu schlafen. Ach so, sie im Huerta-Krankenhaus. Aber ich habe das Gefühl, ich zerstöre ihre Welt jedes Mal wieder, wenn sie mich sieht. Hm. Es ist nicht ihre Schuld. Jeder Mensch würde wahrscheinlich im Moment diese Reaktion bei ihr hervorrufen. Nein, ich habe die Akte über die Kolonie gelesen, von der sie kommt. Das Mädchen, von dem sie ständig redet. Wir sehen uns sehr ähnlich. Ich sollte da eigentlich gar nicht mehr rein dürfen, um zu helfen. Hm. Ist natürlich doof, dass sie das nicht richtig hinkriegen, ihr Personal richtig einzuteilen. Wir müssen irgendwie die Wärmeeinheiten stabilisieren, damit die Wassertemperatur konstant bleibt. Die Lage der Kolonie ist für unsere Spezies alles andere als ideal. Das Gelege ist in Gefahr, wenn wir nicht bald handeln. Natürlich. Ich tue alles, um zu helfen. Wir sind doch eine Familie. Die extremen Wetterbedingungen verlangen möglicherweise nach einer Technologie, die auf dem Markt gar nicht frei verfügbar ist. Die Sachen können wir wahrscheinlich alle in Missionen finden. So, und das ist Sedaris. Ich wusste doch, dass er bei C-Sicherheit arbeitet. Ich habe Kontakt mit Jonas Sedaris. Okay, oder auch nicht. Sie können über diese Kontrolle mit ihr sprechen. Stimmt ja. Sie ist halt Gefangene, ich bin wir verrückt. Wir brauchen Privatsphäre. Natürlich. Sie können danach auch Commander Bailey über dieses Terminal erreichen. Gut. Na, dann wollen wir mal gucken, wie verrückt sie denn wirklich ist. Wer spioniert da jetzt wieder? Ah, ich sehe schon. Gut. Arias Zwangsarbeiter bringt mich endlich in die Freiheit. Ich möchte vor der Freilassung noch mit Ihnen reden. Blödsinn. Sie haben keine Wahl. Oh, doch, habe ich. Und wenn ich draußen bin, rollen Köpfe. Oh ja. Sie haben viele meiner Leute getötet. Das habe ich nicht vergessen. Lassen Sie es gut sein. Das Leben geht weiter. Natürlich. Sobald meine Feinde alle tot sind. Erstklassig, oder? Sogar hier drin müssen sie mit mir verhandeln, weil ich die Macht habe. Oh Gott, ist die verrückt. Ach, wirklich? Ja, mein Stellvertreter Sane ist eine willensschwache Kröte. Hätte er Eier, würde er selbst die Kontrolle übernehmen. Aber er widersetzt sich nicht. Er weiß es besser. Holen Sie mich jetzt raus, Shepard. Bailey soll mich freilassen. Tja, die bleibt in Haft. Wir holen Say. Bailey, ich war bei Sedaris. Sie ist verrückt, oder? Es wäre hirnrissig, sie rauszulassen. Richtig. Ich finde eine andere Lösung. Sie ist eine Bedrohung. Ich versuche nur, das Problem zu lösen. Klingt gut. Ich mache nichts, bis ich von Ihnen